So steigt man ein, ne? So am Reißverschluss. So geht man ein, richtig. Also der Reißverschluss muss immer schön geschmiert sein. Sonst funktioniert ja nicht ordentlich. Eine Scheibe kann man jetzt nicht wischen, ne? Wenn man hier immer Belag drauf hat oder so. Ne? Also die Schlagwinkel bekommt da drauf. Ah, so. Aber wie gesagt, der Anzug ist jetzt im Urzustand zu prüfen. Das heißt also, keine Innenteile dürfen rein, sonstiges irgendwie. Weil der wird jetzt nur komplett ohne Innenleben geprüft. Weil sonst wären wieder Lufteinschlüsse drin, die Prüfung wäre nicht ordnungsgemäß. Reißverschluss schmieren, gerade ziehen, weil sonst können wir die Kette beschädigen. Hier ist übrigens eine außenliegende Kette. Anzüge gibt es auch mit innenliegender Kette. Was heißt Kette? Das ist hier diese Zähne. Also. Wenn die innenliegend sind, wäre gleichzeitig hier, dass wir den aufklappen könnte, der Bahnhof, wie er hier heißt, einreißen. Dann wäre er nicht mehr garstig. Wäre nicht in Ordnung. Also wir haben vorher alles geprüft. Ventil sitzt, sitzt alles fest. In Ordnung, weil die Anzüge werden ja in der Maschine dekontaminiert. Da könnte durch mechanische Einwirkungen die Ventile sich lösen. Also das haben wir vorher geprüft, zugemacht, ordnungsgemäßen Zustand überprüft, ist in Ordnung. Wir würden jetzt anfangen aufzublasen. Ja, genau, da kommt jetzt hoch. Wie gesagt, normal müssen wir hier alles abkotten hier, damit also keine Luftverdunstung mehr ist. Und wir sehen schon, wie er langsam hochkommt. Wie schwer ist so ein Anzug? Bitte? Wie schwer ist so ein Anzug? Der ist ungefähr mit Atemschutzgeräten liegt der bei 15 bis 16 Kilo. Beziehungsweise im Moment, der Anzug selber ist ungefähr ja, 14 Kilo, dann kommt das Atemschutzgerät noch dabei. Ungefähr. Wie gesagt, kommt vom Anzug zu Anzug verschieden. Das ist eine Unterschiede. Also kommt vom Gewicht her nochmal eine zusätzliche Belastung? Das ist schon, natürlich. Das heißt also, wir haben zum Beispiel eine große Scheibe, die nicht so schwer ist. Wenn wir jetzt eine rausnehmbar haben, ist der Rahmen wesentlich schwerer. Und da kurz stoppen. Gucken uns das Ganze an. Hier Luftpolster raus, dass also keine Lücken entstehen, wir dann anschließend ordentlich prüfen können. Lesen am Manometer jetzt den Druckdruck ab. Hab den Zählanzug aufgeblasen auf einen Prüfdruck von 18 mm. Wird dann 6 Minuten gehalten. Etwas runter, ganz klar. Anschließend 10 Minuten jetzt Prüfungszeit, wo er Zeit hat, sich die Luft anzugleichen, temperaturmäßig. Und anschließend kommt dann der eigentliche Prüfdruck dann von 16,5, 6 Minuten, da wir dann die Prüfzeit haben und darf 3 mm abfallen, mehr nicht. Mhm. Dabei ist gleichzeitig, wie gesagt, Reißverschluss, Gasdicht, Handschuhe, alles und so weiter. Zulassungskriterium ist, der Anzug muss 2,5 Meter sein. Handschuhe, Scheibe, Stiefel wechselbar sein. Stiefel soll Größe 46 haben, damit alles abgedeckt wird. Und innen drin noch einmal gegen Durchstoßen einen Schutzrahmen vom Presshof haben. Gleichzeitig Kriterium, er soll mindestens 2 Ventile haben für das Ausatmen, damit die Luft entweichen kann. Mhm. Und auch gleichzeitig mit Ventilschacht versehen, dass keine Schadstoffe eindringen können. Der Anzug ist nach Europanorm geprüft mit 15 Chemikalien, davon 3 gasförmig. Und der Rest flüssig, wobei überwiegend dann die schwierigsten Säuren und Laugen hier verwendet werden. Und er muss gleichzeitig danach noch einen Flammenpunkt von ca. 850 Grad 10 Sekunden aushalten und muss noch gasdicht sein. Und so ein Anzug würde kosten? Er liegt ungefähr, je nachdem, was für ein Hersteller und Ausstattung ist, 2,5. Mhm. So, dieser Anzug ist hier also auch wieder zu dekontaminieren. Das heißt, da machen wir bei der Hauptstelle hier. Es gibt nicht viele Stellen, die dieses machen. Wir können allerdings nur sagen, dass der Stoff runter ist, nicht mehr aber gegen alle resistent ist, da wir den Lebenslauf nicht haben und so weiter. Also der Anzug wurde jetzt einmal, der war jetzt im Einsatz? Der war im Einsatz, richtig. Die mussten uns eine Checkliste schicken, mit was für ein Stoff der beaufschlagt worden ist. Wir haben es im Labor dann prüfen lassen, ob wir das bearbeiten können, wie wir uns auch schützen können. Das ist ganz wichtig. Und
dieses Okay haben wir dafür gekriegt, grünes Licht vom Labor, und haben dann hier angefangen zu dekontaminieren. Und die farblichen Unterschiede von den Anzügen liegt einfach darin, weil das unterschiedliche Firmen sind? Genau, richtig. Also wir dekontaminieren alle Firmenanzüge, die kontaminierbar sind, ist ganz klar. Also überwiegend kommen hier Anzüge von der Firma Auer, MSA Auer, Dräger, Vorname, der Isotemp, der ist sehr beliebt sogar. Und was wir schon mal Exoten haben, zum Beispiel von der Firma York bzw. Trelchem oder Trelleborg. Und die Nummer da hinten ist sehr wichtig, denke ich, weil im Einsatz sind die ja gar nicht zu unterscheiden. Genau, das heißt also, die Nummern, anhand der Nummer kann der Einsatzleiter feststellen, wer ist unter dem Anzug drin und so weiter. Es gibt auch verschiedene Hilfsmittel, die du dann auch kommunizieren kannst mit Sprechfunk und so weiter. Was da aber nicht so gut ist, denke ich. Ne? Ja, das geht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dort. Mhm. Eine Möglichkeit ist, was ich jetzt hier liegen habe, ist zum Beispiel ein Hilfsgerät, wo gleichzeitig dann man den Flaschendruck vom Presslufteimer erkennen kann anhand von LED-Leuchten. Den Alpha Hut nennt er sich. Der gibt also einmal eine grüne Leuchte, der GA hat ein 300 Bar, gelb 200 Bar, rot 100 und das Warnsignal, dann fängt er rot an zu blinken. Das ist eine sehr, sehr gute Hilfsmittel. Und mit den Handschuhen kann man so arbeiten? Mit den Handschuhen, ja, normalerweise haben die drei Handschuhe an. Einmal Baumwollhandschuhe, dann dieses hier ist ein Viton-Handschuh, der sehr elastisch ist, und dann kommt nochmal ein PVC-Handschuh drüber, der gegen Säure beständig ist.